Hallo und willkommen zu Story of Season Friends of Mineral Town. In diesem Let's Play werde ich hauptsächlich das Spiel spielen. Ich selber konnte es kaum erwarten, das endlich spielen zu können, weil wirklich sehr viel Nostalgie an dem Spiel hängt. Das war das erste große Harvest Moon, was ich gespielt habe auf der PlayStation 1 damals. Und ja, also ich hatte vorher schon Harvest Moon für den Game Boy Color gehabt, aber Harvest Moon Back to the Roots war das erste richtig große Harvest Moon in dem gesamten Franchise, was mir ja wirklich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Seitdem ich jedes Harvest Moon und auch jedes Story of Season dann gespielt gehabt. Und ich hoffe einfach mal, wir werden gemeinsam viel Spaß bei Story of Season Friends of Mineral Town haben. So, zuerst mal suchen wir uns einen Charakter aus. Ich nehme einfach den Standardjung. So, ich bin Chibi. Geburtstag nehmen wir den 19. Herbst. Und Schwierigkeiten nehmen wir normal. Na dann, auf geht's! Eines Tages kam ein besonderer Brief in meinen Briefkasten. Er kam von einem Mann, der sich als Bürgermeister einer kleinen Stadt vorstellte. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, habe ich meine Sachen gepackt, mich auf den Weg zum Bauernhof gemacht und eine Fahrkarte nach Mineralstadt gekauft. Der Ort, an dem mein Großvater seine Farm hatte. Guten Tag, du bist Chippy, nehme ich an? Ich bin Thomas. Es ist mir eine große Ehre, Mineralstadt als Bürgermeister zu vertreten. Hier ist es. Das ist das Land, das dir dein Großvater hinterlassen hat. Es ist leider schon länger her, dass sich jemand darum gekümmert hat, also ist es ein bisschen verkommen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, die du als Kind hier verbracht hast? Du hast einen Sommer deinen Großvater hier besucht. Es tut mir leid, Chippy. Wir mussten unseren Familienurlaub für diesen Sommer absagen. Ich konnte mir nicht dafür freinehmen. Es gibt etwas sehr Wichtiges, das ich auf der Arbeit machen muss. Deshalb kann ich nicht weg. Es tut mir so leid, aber du musst dieses Jahr auf eine Urlaubsreise verzichten. Ich habe einfach zu viel zu tun. Ich werde das wieder gut machen, versprochen. Es tut mir wirklich leid, Chippy, aber bitte hab Verständnis. Wir machen zwar keinen Familienausflug, aber wir haben deinen Großvater gefragt, ob du diesen Sommer mit ihm verbringen darfst. Seine Farm ist wundervoll. Sie liegt mitten in der Natur und hat alle möglichen Orte zum Erkunden. Du kannst dich entspannen und spielen, so viel du magst. Wir haben schon deine Tasche gepackt. Du musst jetzt nur noch gehen und Spaß haben. Oh, da bist du ja, Chibi. Erinnerst du dich an mich? Ich bin dein Opa. Es gibt hier in der Pampa nicht viel zu tun, aber du kannst dich gerne umsehen. Ich werde leider die meiste Zeit mit der Farmarbeit beschäftigt sein und nicht so viel Zeit zum Spielen haben. Es gibt aber ein paar Kinder in deinem Alter in der Stadt. Ich bin sicher, dass sie gerne mit dir spielen werden, also stell dich ruhig vor. Wer ist das? Ach ja, jemand hat gesagt, dass der alte Mann von der Farm am anderen Ende der Straße einen Besucher aus der Stadt hat. Das muss er wohl sein. Ich frage mich, wieso da sonst niemand ist. Spielst du immer alleine? Wow, ich auch. Ich mag diesen Ort sehr gerne, deswegen komme ich hier ständig her. Hey, erzähl mir doch was über dich und die Großstadt und so. Wie ist es dort? Wenn du nach Hause gehst, grüße deine Eltern lieb von mir
und sag ihnen, dass ich dich gerne hier zu Besuch hatte. Oh, du gehst schon? Oh, ich werde dich vermissen. Du musst eines Tages aber zurückkommen, oder? Versprich mir, dass du zurückkommst. Das ist schon 20 Jahre her. Wie ich sehe, bist du zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen herangewachsen. Dein Großvater hat diese kleine Farm sehr geliebt, weißt du? Er wäre sicher froh zu wissen, dass du sie geerbt hast. Also, was sagst du? Willst du dem Farmleben eine Chance geben? Ja, ich habe tatsächlich vorhin schon einmal ein Nein versucht. Da kam einfach nur der Abspann und dann Ende. Von daher, ja. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Erlaube mir, dich zuerst als neuen Bewohner von Mineralstadt willkommen zu heißen. Also dann, da du der neue Besitzer der Farm bist, denkst du nicht, dass ein neuer Name angebracht ist? Wie nenne ich am besten meinen Farm? Es ist so lange her, dass ich das auf PlayStation gespielt habe, dass ich tatsächlich nicht mehr weiß, wie ich sie damals genannt habe. Deswegen gehe ich einfach... Das klingt doch hübsch. Todai Farm, Ja, das klingt schön. Eine Farm zu betreiben ist nicht der einfachste Job auf der Welt. Aber wenn du dir Mühe gibst, machst du deinen Großvater bestimmt stolz. Also, du bist bestimmt müde von deiner Anreise. Wieso ruhst du dich nicht für den Rest des Tages aus? Ich muss jetzt meinen Pflichten als Bürgermeister nachkommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Morgen beginnt mein neues Leben als Farmer. Und direkt am zweiten Tag Regen. Herrlich. So, wir haben einen Kalender. Tag der Verliebten. Das ist schön. Also hier sieht man tatsächlich, wer wann Geburtstag hat. Und wann welche Veranstaltungen sind. Der Schriftsatz gefällt mir auch ganz gut. So, was haben wir jetzt sonst noch? Die Stadtkarte. Jennifers Zelt, Seemine. Bücherei. Ah, es sieht schon ganz gut aus. Die Farmkarte. Ah, man kann größer und kleiner machen. Oh, wir haben sogar schon Gras, so wie das dort unten aussieht. Schön. Hier haben wir sogar schon Honig. Sehr schön. Das sieht alles wirklich sehr schön aus. Ah, hier unten ist dann der Hühnerstall und die Mühle. Das ist das Einzige, was jetzt tatsächlich mir auffällt, dass der Fischteich, der war sonst eigentlich immer so, hier ganz links im Bildschirm. Warte mal, ich habe doch hier, also in der PlayStation-Version war dann der Fischteich hier. Das weiß ich noch genau. Der ist jetzt hier, aber ja gut, das macht jetzt keinen Unterschied. Kann man jederzeit ins Tagebuch schreiben? Das ist nicht schlecht. Ah, man hat 8 Speicherplätze. Sind die großzügig? Das sind wir. Feldstufe 1. Wir haben weder Holz noch Stein. Sehr gut. Nun zum morgigen Wetter. Die Wolken verschwinden in der Nacht und die gesamte Region wird einen sonnigen Tag genießen können. Raus in die Sonne. Oh, wir haben Bildung. Ah, das ist das Lernprogramm. Bewegen, wie wir uns bewegen und da. Schauen wir mal, was die Nachrichten sagen. Diesen Monat finden dann Frühlingsderby und Kochwettbewerb statt. Unterhaltung? Angeln oder geangelt werden? Angle nicht nach dem Mittelmaß,
Angeln nach Vorzüglichkeit und zieh es an Land. Es ist Zeit für eine weitere Folge der Angelfaktenshow. Heute haben wir den berühmten Herrn Fischer zu Gast, der uns erzählt, was wir im wundervollen Frühling fangen können. Oh, Herr Fischer! Guten Tag, ich bin Herr Fischer. Der Frühling ist eine schöne warme Jahreszeit und perfekt, um Fische zu fangen. Zu dieser Jahreszeit ist der Ozean voller Sardinen, pazifischem Hering und japanischem Sandfisch. Versucht selbst herauszufinden, was für eine Angelroute ihr braucht, um diese Schönheiten an Land zu ziehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für nix. Hier gibt's halt Tutorials, Post. Oh, hier kann man Kleider wechseln. Das ist ja interessant. Oh, grün sieht gar nicht mal verkehrt aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das werde ich zu Weihnachten anziehen. Ah. Das ist ja putzig. Aber ich bleibe beim Standard. Häng deinen Strumpf hier auf. Okay. Hier ist ein Schrank, da können wir verschiedene Gegenstände reinlagern. Tisch. Ah, ein Werkzeugkasten. Okay, wir werden brauchen. Dich. Schrittzähler ist immer gut. Gut, lassen wir es erstmal dabei. Ah, okay. Okay, gut. Liege ich richtig mit der Annahme, dass du noch nie auf einer Farm gearbeitet hast? Ich würde dir gern einen Rat geben. Mit bestätigen kannst du mit der Person vor dir reden oder Objekte in deiner Nähe aufheben. Mit Werkzeug kannst du einen Gegenstand benutzen, nachdem du ihn ausgerüstet hast. Wenn du einkaufen möchtest, stell dich an die Theke im Laden und red mit dem Ladenbesitzer. Aber wenn der Laden geschlossen ist, kannst du zwar mit dem Ladenbesitzer sprechen, aber du kannst nichts kaufen. Es gibt auch andere Funktionen. Möchtest du, dass ich sie dir erkläre? Was hast du denn im Angebot? Na gut, worüber möchtest du gern mehr erfahren? Okay, Feldfrüchte anbauen. Vielleicht bekommen wir ja ein paar Samen geschenkt. Nutzpflanzen anbauen. Um Nutzpflanzen anzubauen, so rum, musst du das Feld erst mit einer Hacke bestellen. Rüste eine Hacke aus und drücke den Werkzeugknopf. Ein Feld mit Gegenständen kann nicht bestellt werden. Um den Boden freizuräumen, entferne Unkraut mit einer Sichel oder ziehe es mit dem bestätigen Knopf heraus. Rüste einen Hammer oder eine Axt aus, um Felsen und Äste zu zerschlagen. Kleines Geröll kann auch entfernt werden, den es aufhebst und wegträgst. Große Felsbrocken und Baumstümpfe können nicht von Hand bewegt werden. Sie können mit Werkzeugen, die in der Schmiede verbessert wurden, zerkleinert werden. Sobald das Feld bestellt wurde, verwende einen Beutel mit Samen, um sie zu pflanzen. Auf Böden, die nicht bestellt wurden, kann nicht gesät werden. Sobald die Samen gepflanzt wurden, besteht der nächste Schritt darin, sie mit einer Gießkanne zu gießen. Um eine Gießkanne zu verwenden, muss sie erst mit Wasser gefüllt werden. Stell dich neben eine Wasserquelle und rüste die Gießkanne aus, um sie zu füllen. Gieße deine Felder mehrere Tage lang einmal täglich, damit sie Nutzpflanzen wachsen. Gieße sie jeden Tag, bis sie reif sind. Einige Nutzpflanzen können nur zu bestimmten Jahreszeiten angebaut werden. Der Gemischtwarenladen verkauft die Samen entsprechend der Jahreszeit. Aber Vorsicht, wenn du Samen zur falschen Jahreszeit pflanzt, werden sie nicht wachsen. Einige Nutzpflanzen sind sogenannte Kletterpflanzen. Diese Nutzpflanzen können mehrfach geerntet werden und nach der Ernte weiter gegossen werden, um zu wachsen. Nutztiere haben wir jetzt noch keine, Ausdauer und Erschöpfung brauchen wir auch nicht. Ein bisschen was habe ich ja schon Vorkenntnisse, das jetzt alles durchzulesen wäre ein bisschen zu langweilig. Das ist schließlich deine Farm, du kannst damit machen, was du möchtest. Aber ich würde dir raten, zuerst ein bisschen Geld zu verdienen, um dir das Leben zu erleichtern. Es gibt zum Beispiel viele Dinge, die du im Wald sammeln und für etwas Geld verkaufen kannst. Und wenn du deine Arbeiten für den Tag erledigt hast,
solltest du durch die Stadt spazieren und die Bewohner kennenlernen. Mann, Mann, Mann. Wenn ich lesen könnte, wäre ich wahrscheinlich Deutschlehrer geworden. Wenn du der Straße vor deiner Farm nach rechts folgst, wirst du auf deine Nachbarn stoßen. Sie plaudern sicher gerne mit dir oder geben dir Ratschläge. Ach ja, eine Sache noch. Schau in deinen Werkzeugkasten, wenn du nach Hause kommst. Du wirst dort ein kleines Geschenk finden. Es ist nur mein alter Schrittzähler, aber ich denke, du kannst ihn gut gebrauchen. Mineralstadt ist immerhin ein großer Ort. Es könnte dich interessieren, wie viele Schritte du machst. Also dann, das sollte für heute reichen. Ich komme bald wieder vorbei, um nach dir zu sehen. Viel Glück! Hey, ich heiße Zack. Ich kümmere mich um alle Lieferungen. Schön, dich kennenzulernen. Es gibt etwas, was du auf der Arbeit, auf der Farm nicht vergessen darfst, okay? Hier, ich zeig's dir. Siehst du das? Das ist eine Lieferkiste. Denk immer daran. Okay. Du willst etwas verkaufen? Pack es in die Kiste. Ich komme jeden Tag um 17 Uhr vorbei und hole den Inhalt ab. Dein Anteil landet dann gleich in deinem Geldbeutel. Praktisch, oder? Oh, aber an Festival und Feiertagen komme ich nicht vorbei. Weißt du warum? Weil ich auch mal Freizeit haben will. Wie auch immer. Das ist nicht deine einzige Lieferkiste. Es gibt auch eine im Hühnerstall und in der Scheune. Du kannst deine Ernte ebenso verkaufen wie Sachen, die du am Berg gefunden hast. Oh, und Produkte wie Eier, Milch und Wolle natürlich. Du verstehst das Konzept, oder? Okay, pass gut auf. Das ist wichtig. Hart zu arbeiten ist ja toll, aber übertreib's nicht. Wenn dein Gesicht langsam blau wird, bist du kurz vorm Umkippen. Wenn es schon so weit gekommen ist, hör auf und ruh dich einfach aus, okay? Niemand will Urlaub in der Klinik machen. Verstanden? Gut. Ich komme jetzt um 17 Uhr vorbei. Bis dann. Trauben. Honig. Honig und Trauben. Gegenstände liefern. Lege die Erzeugnisse der Viehzucht und die geernteten Feldfrüchte in die Lieferkiste, um sie zu versenden und Geld zu verdienen. Um 17 Uhr kommt Zack vorbei, um alle Gegenstände aus der Kiste einzusammeln und dich zu bezahlen. Er kommt fast immer, außer an Feiertagen. Zusätzlich zur Lieferkiste auf dem Feld gibt es noch jeweils eine in deiner Scheune und dem Hühnerstall. Um einen Gegenstand in deine Lieferkiste zu legen, nimm ihn zunächst in die Hand und untersuche dann die Lieferkiste. Du kannst mehrere Gegenstände aus deiner Tasche auf einmal hineinlegen, indem du die Lieferkiste untersuchst, während du nichts hältst. Pass dabei jedoch auf, sobald ein Gegenstand in der Lieferkiste landet, kannst du ihn nicht wieder herausnehmen. So, wilde Trauben. Gibt es 30 Gold und 50 Gold für den Honig. Okay. So. Und wir können sogar die Kamera so ein bisschen hoch und runter machen. So, wir verkaufen auch noch davon ein bisschen was. Wir verkaufen alles mindestens einmal. So. Das geht automatisch ins Inventar. Das braucht man nicht immer mehr selber einsammeln. Das ist was für ganz Faule. Haben wir irgendwo ein Materiallager? Stall. Viehfutter bitte hier lagern. Okay. Bleibt die Zeit stehen, wenn wir im Haus sind? Ja, sehr schön. So muss das sein. Genauso wie im Original. So, ich tue jetzt einfach mal das Holz in den Schrank. Ich nehme noch mal kurz die Sichel.
Und den Hammer? Mal schauen, ob hier unten wirklich Gras gewachsen ist. Ah, sehr schön. Es ist nur schade, dass das Gras danach weg ist. Ich hätte gehofft, dass es dauerhaft bleibt. Na gut. Ist trotzdem schon mal besser als nichts. Auch noch gefangen. So, jetzt. Ah, oben links sehen wir auch unsere Energie. Interessant. So, verkaufen wir einmal Viehfutter. Nee, das war einer zu viel. Ich wollte eigentlich bloß ein. Ah, wir können die auch einzeln verkaufen. Sehr gut. So. Okay. So, der Rest kommt wieder in den Schrank. Dann nehmen wir uns einmal die Hacke. So, es ist kein Futter im Silo. Mal sehen, wie ich das auswählen kann. Warte mal, da gucke ich einfach mal. Option. Pfeifen. Werkzeuge auswählen. Langsam laufen. Gehen wir mal kurz in den Stall. Zuchtkiste. Ah! Okay, das macht Sinn. Gut, also jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Sehr gut. So, füllen wir mal kurz unsere Gießkanne auf. Würde ich sagen, machen wir mal schnell fix ein Feld soweit fertig. Oha. So, mal schauen, was die Post sagt. Gotts Werkstatt. Komm zu Gotts Werkstatt, wenn du dein Zuhause oder deine Farm renovieren möchtest. Wir haben auch Materialien und Möbel. Uff, ich war noch nie so gut in solchen Sachen. Also, ich habe Zeug, das du brauchen könntest, da du gerade erst eingezogen bist und so. Komm doch vorbei. Das ist ja nett. So, ich hätte natürlich trotzdem ganz gern ein bisschen was zum Einkaufen. Okay, würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz in der Stadt um, in der Hoffnung, dass ich, nee, das war die Farm gerade. Ah, okay. So, hier ist die Schmiede. Hier ist das Gasthaus. Hier ist der Gemischtwarenladen, da wollen wir hin. Okay. Bücherei. Das ist der Gemischtwarenladen. Gemischtwarenladen. Dienstag und Sonntag geschlossen. Und heute ist natürlich Montag. Haben wir ein Glück. Abgeschlossen. Was? Nein! Ich war zu langsam heute. Wir haben 17.40 Uhr. Nein! Nein! Meine Güte,
Wenn das nicht Chibi ist, guten Tag, wie läuft's auf der Farm? Ist alles in Ordnung? Hallo, du bist Chibi, oder? Ich heiße Herbes. Es ist eine Ehre für mich, als Polizist in Mineralstadt zu arbeiten. Unsere Gemeinde ist ruhig und es gibt hier keine Verbrechen. Keine Sorge. Du kannst dich hier sehr sicher fühlen. Na gut, wenn du das sagst. Hui. Meine Güte, ein neues Gesicht. Du bist Chibi, hm? Mein Name ist Alan. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Oh, meine Beine. Ich habe eine Krankheit, die meine Muskeln schwächt. Ich kann schon eine ganze Weile nicht mehr laufen. Es ist einfach das Alter. Du bist nicht von hier, hm? Wow, du bist auf einen Dacro. Was? Wow, du bist auf diese große alte Farm gezogen? Ich heiße Yu. Schön, dich kennenzulernen. Oh, hey, wenn du jetzt eine Farm hast, dann lebt da doch auch Kühe und so, oder? Darf ich mal vorbeikommen und sie streicheln? Also, Yu, ich mag dich nicht. Du bist mir komisch. Abgeschlossen. Schauen wir mal. Marie. Oh, du bist derjenige, der die Farm übernimmt? Thomas hat mir viel von dir erzählt. Mein Name ist Marie. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh, Chibi, es regnet. Deswegen gehe ich nicht auf den Berg. Aber die Bücherei hat leider trotzdem geschlossen. Hallo. Du meine Güte, wir kennen uns noch gar nicht, oder? Ah, du bist also derjenige, der gerade in diese Farm gezogen ist? Apropos, ich erinnere mich, dass Thomas etwas derartiges erwähnt hat. Ich heiße Anna. Ich hoffe, du lebst dich in unserem gemütlichen Städtchen gut ein. Guten Tag. Du bist ein Tourist? Wie? Du sagst, du bist in diese Stadt gezogen? Die Fülle der Natur ist hier schier unerschöpflich, im Gegensatz zum Grau der Großstädte. Hier wird es dir sicher gut gefallen. Hm? Ich? Oh, natürlich! Ich sollte mich vorstellen, ich heiße Basil. Mein Steckenpferd ist die Botanik. Ich studiere die Pflanzen hier in Mineralstadt. Schön, dich kennenzulernen. Ist jetzt natürlich blöd, dass wir heute nichts mehr anpflanzen konnten. Ah, ich hätte ein bisschen mehr auf die Zeit achten sollen. Na gut, dann werde ich jetzt noch ein bisschen Unkraut jäten. Und zumindest schon mal ein Feld für morgen vorbereiten, damit wir morgen dann nicht nochmal extra anfangen müssen, alles umzugraben. Ach Mensch, nicht kann. So. Jetzt wird es auch noch dunkel. Oha, langsam wird es knapp mit der Energie. Oh, aber... Oh, das war jetzt 20 Uhr, hat eine Glocke geklingelt. Habt ihr das auch gehört? Das ist cool. Gehen wir noch mal kurz in die Berge. Hier müsste ja die heiße Quelle sein, wenn ich mich recht entsinne. Sehr schön. Wenn du ein Ei hineinwirfst, erhältst du ein gekochtes Ei. Die Eierqualität hat keinen Effekt. Ah, die Energie regeneriert sich, je länger man in der heißen Quelle sitzt. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, man kann selber bestimmen, wann man raus will. Sehr schön. Unkraut, blaues Gras und ein Ast. Baumstumpf kann mit einer Axt der Stufe 2 zerkleinert werden. Ah, okay. Ansonsten scheint es jetzt hier nicht viel zu geben. Ist schon ganz schön spät. Okay, also das blaue Gras geben wir mal schnell fix. Den Ast und
Mundtaublume. Noch mal ein bisschen extra Geld. Würde ich sagen, gehen wir für heute schlafen. Zack. Insgesamt habe ich 118 Gold verdient. Mal schauen, wie das Wetter wird. Die Wolken verschwinden in der Nacht und die gesamte Region wird einen sonnigen Tag genießen können. Okay. Sonne ist immer gut. Guten Morgen. Es tut mir so leid, dich so früh am Morgen zu stören. Ah, Verzeihung bitte. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Huang, der reisende Händler. Ich bin gerade in dieser Stadt angekommen. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wie ich sehe, hast du eine Farm, ja? Ich biete viele, viele Samen zum Verkauf an. Seltene Samen, einzigartige Samen. Sieh dir meine Waren an und kaufe sie. Ich habe die Ehre, bei Herrn Sekt zu wohnen. Dort habe ich auch meinen Laden aufgemacht. Kommt gern vorbei, ich freue mich immer über neue Kundschaft. Ich muss jetzt los und mich anderen Kunden in der Stadt vorstellen. Auf Wiedersehen. Sehr, sehr netter Mensch. Trauben. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal Samen kaufen. Ich werde auf alle Fälle Samen für Gras kaufen und halt je nachdem, was wir finden, Steckrüben. Straßenlaterne. Hallo Chibi, wie geht's? Wie steht's? Briefkasten. Was ist das? Hier ist die Klinik. Ah, okay. Ah, so. Oh, hallo. Und du bist? Ach ja, genau. Bürgermeister Thomas hat uns erzählt, dass du kommst. Ich heiße Sandra. Meiner Familie gehört der Gemischtwarenladen. Ich würde mich freuen, dich dort ab und zu sehen. So, wann macht ihr auf? Heute ist natürlich geschlossen. Oh. Verdammt, das ist so ärgerlich. Um 10 macht die Bücherei auf. Na gut, da gehen wir mal schauen. Vielleicht können wir uns noch bei ein paar Leuten vorstellen. Ist noch alles abgeschlossen. Huch. Ja, hallo. Jennifer. Oh, hallo. Wohnst du hier? Ich denke nicht, dass ich deinen Namen schon gehört habe. Ah, Chibi, ja? Ich heiße Jennifer. Freut mich. Ich kann Herrn Carter, dem Pfarrer, einfach nicht verstehen. Was für ein irritierender Mann. Woran glaubt er denn eigentlich? Als Pfarrer, denke ich mal, glaubt er an Gott. Was ist das? Gasthaus. Gelegentlich werden die Geschäftszeiten geschlossen. Na, ihr kommt ja fort. Willkommen. Tut mir leid. Aber bei uns gibt es keine Gerichte zum Mitnehmen. Spirituosenregal. Noch ein Spirituosenregal. Hey, wie läuft's denn so? Da darf niemand rein, schade. Nimm Miets. Oh, oh. Hier führt mir jemand etwas im Schilde. Hallo. Hallo. Du bist also gerade auf dieser Form eingezogen, hm? Wie ich heiße? Cliff. Schön, dich kennenzulernen. Oh, Chibi. Ich denke gerade darüber nach, was ich hier in der Stadt machen soll. Allerdings habe ich noch nichts beschlossen. Die Miets ist putzig.
würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal auf den Marktplatz. Was ist hier? Hier ist einfach mal nix. Okay. Das Frühlingsturbi steht vor der Tür. Wann? Am 18. Tag des Frühlings ab 10 Uhr. Wo? Rosenplatz. Tolle Preise für die Gewinner. Ja, und ein Pferd kann ich da schlecht mitmachen. Ah, das ist Cliff. Gut. Abgeschlossen. Die Kirche. Warum ist die Kirche zugeschlossen? Ich muss dir was Unglaubliches zeigen, Ellie. Ach ja? Dann spann mich nicht länger auf die Folter. Sieh dir das an. Ach du meine Güte! Wie oft habe ich dir gesagt, dass wir hier in der sterilen Umgebung sind? Das bedeutet keine Käfer. Unter keinen Umständen. Hehehehe. Wenn du weiter so finstert reinblickst, wirst du noch zu einer alten, verschrumpelten Oma. Wie hast du mich eben? Und was glaubst du überhaupt, wo du dahin gehst? Komm sofort zurück. Oh. Du bist nicht aus dieser Stadt, oder? Das eben tut mir echt leid. Du bist Chibi und gekommen, um auf der Farm zu arbeiten, stimmt's? Deine Ankunft hat die ganze Stadt in Aufregung versetzt. Mein Name ist Ellie. Ich bin die Krankenschwester in dieser Klinik. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Und wo wir schon von Seen sprechen, versteck dich nicht hinter Chibi und sieh mich an, Yu. Na gut, du Blödi. Uff, er ist ein richtiger Schlingel, sag ich dir. Ich habe dir nur einen Käfer gezeigt. Du weißt genau, dass ich Insekten hasse. Genau deswegen bringe ich sie dir ja, damit du deine Abneigung endlich überwindest. Ah. Du hast immer für alles eine Antwort parat. Von wem du das wohl hast, frage ich mich. Du verstehst, wie ich mich fühle, stimmt's? So als Mann. Du solltest die Leute nicht belästigen. Danke für die Schelte. Und keine Sorge, da sind nur Krokodilstränen. Das versichere ich dir. Er ist es nicht gewohnt, dass jemand außer mir ihn zurechtweist. Das ist alles. Ich hoffe, er überlegt es sich jetzt zweimal, bevor er eines seiner üblichen Mätzchen abzieht. Ich habe seinen Unsinn echt satt. Ich verstehe, wie Yu sich fühlt. Kinder wollen Aufmerksamkeit, also spielen sie Leuten, die sie mögen, absichtlich Streiche. Womit kann ich heute helfen? Oh, ist dir nicht gut? Einfach nur die Hintergrundmelodie, das ist gerade richtig schönes Nostalgiegefühl. Grüß dich, Chibi. Überarbeite dich nie, okay? Oh, hallo, kann ich dir helfen? Hm? Du willst all deine neuen Nachbarn begrüßen, sagst du? Oh, dann musst du derjenige sein, der auf diese Farm eingezogen ist. Ich heiße Jeff. Was soll ich machen? Oh, vielleicht wenn ich... Nein, das funktioniert nicht. War! Oh, tut mir so leid. Ich war vollkommen in Gedanken versunken. Oh, Chibi, schön dich zu sehen. Es ist unglaublich nett von dir, dass du vorbeikommst.
Diese Bücherei hat nur ganz wenige Besucher. Verzeihung wegen vorhin, wenn ich in Gedanken versunken bin, merke ich nicht, was um mich herum passiert. Liegt dir etwas auf dem Herzen? Nein, das ist es nicht. Ich schreibe meinen eigenen Roman, aber ich habe eine Art Blockade, die ich zu überwinden versuche. Danke für dein Interesse. Ja? Ich habe gerade festgestellt, ich werde ein Bücherfreund. Komm vorbei, wenn du mal wieder in Leselaune bist. Wir haben sicher eine Menge Bücher, die dich unterstützen oder inspirieren können. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Lies dir ruhig jedes Buch durch, das dein Interesse weckt. Tresen. Spielen mit den Naturgeistern. Ernten. Hast du die Naturgeister schon getroffen? Habt ihr euch schon angefreundet? Wenn nicht, solltest du sie wirklich kennenlernen. Wenn du oft mit ihnen spielst, helfen sie dir bestimmt gerne. Du könntest zum Beispiel mit den Naturgeistern das Erntespiel spielen. Drücke wiederholt bestätigen, damit die Naturgeister immer mehr Steckrüben ernten. Um zu gewinnen, musst du den Knopf so schnell wie möglich drücken. Wenn du das zu lange machst, wird der Naturgeist vor Anstrengung zu schwitzen beginnen. Am Ende des Spiels werden Fehler von deinen Gesamtpunkten als Minuspunkte abgezogen. Wenn das Gesicht des Geists verschwitzt wird, erholt er sich nicht einfach nur, weil du ihn in Ruhe lässt. Denn zu diesem Zeichen der Erschöpfung siehst, drücke stattdessen bestätigen etwas langsamer, damit er sich erholen kann. Zeige allen, was für ein landwirtschaftliches Ast du bist. Dann hatten wir Hühner füttern. Sind die Naturgeister schon deine besten Freunde? Sonst werden sie nicht mit dir spielen. Wenn den Naturgeistern befreundet zu sein, bietet einige Vorteile, zum Beispiel das warme, kuschelige Gefühl, das man dabei bekommt. Du könntest zum Beispiel mit den Naturgeistern Hühner füttern. In diesem Spiel wird ein Naturgeist 5 Hühner füttern, während du jedes Huhn ganz genau beobachtest. Wenn du nicht aufpasst, werden diese flinken Hühner aus dem Hühnerstall entkommen, ehe du Käseomelett sagen kannst. Pass außerdem auf, dass du das Huhn nicht fütterst, wenn der Behälter voll ist, sonst wird es wütend. Am Ende des Spiels werden Fehler von den Gesamtpunkten als Minuspunkte abgezogen. Na gut, dann gehen wir mal die Naturgeister suchen. Die dürften ja hinter der Kirche sein. Die Naturgeister. Freunde dich mit den Naturgeistern an, damit sie dir bei deinen Aufgaben helfen und sogar mit dir spielen. Mache ihnen Geschenke, um dich mit ihnen anzufreunden. Du kannst dich mit jedem einzelnen Naturgeist anfreunden. Sobald du gut mit den Naturgeistern befreundet bist, helfen sie dir bei 3 verschiedenen Aufgaben. Nutzpflanzen gießen. Sie werden die Nutzpflanzen gießen, die du auf deiner Farm anbaust. Ernten. Sie werden alle reifen Nutzpflanzen auf deiner Farm ernten und sie in die Lieferkiste legen. Und Nutztiere versorgen. Sie werden deine Tiere füttern und bürsten sowie die Tierprodukte versenden. Je mehr Naturgeister dir bei der bestimmten Arbeit helfen, desto besser und schneller erledigen sie dies. Du kannst ebenfalls wählen, mit den Naturgeistern zu spielen und bestimmte Aufgaben zu üben. Dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Oh, dein Name ist also Chibi. Kein Wunder, dass ich mich nicht erinnern konnte. Ich heiße Aqua, freut mich, dich kennenzulernen. Was? Oh, hi. Also heißt du Chibi, okay? Ich heiße Sonne, schön, dich kennenzulernen. Willkommen. Wie heißt du denn? Chibi? Ich heiße Blaubeere, freut mich, dich kennenzulernen. Halt! Wer ist da? Ein hinterhältiger Halunke? Du siehst mir eigentlich gar nicht so hinterhältig aus. Chibi heißt du also, hm? Na dann, hi, ich bin Pflaume. Du bist eine Pflaume. Wie geht's, wie steht's? Aha, dann ist dein Name also Chibi? Mein Name ist Kürbis, freut mich, dich kennenzulernen. Hallo, und du bist? Oh, Chibi heißt du. Ich heiße Kirsche, schön, dich kennenzulernen. Oh, du bist also Chibi? Ich bin Minze.
Der Frühling ist die Jahreszeit der Teepartys. Alle Leute lieben Teepartys. Kann ich dir helfen? Ich will mit dir spielen. Wir spielen gern mit unseren Freunden. Und wenn wir mit dir besser befreundet wären, würden wir auch mit dir spielen. Okay, dann werde ich jetzt noch zur Poultry-Farm gehen. Potpourri Hallo sagen und mal schauen, ob ich vielleicht ein Hühnchen abgreifen kann. Jodlermensch. Hallo, bist du ein Reisender? Was? Du bist auf diese Farm gezogen? Nicht schlecht, ich lebe auch auf einer. Ich heiße May, schön dich kennenzulernen. Oho, du bist also Chibi? Ich heiße Mugi, schön dich kennenzulernen. Willst du was Bestimmtes? Alpaka-Zucht. Na, haben wir alle. Warte mal, können wir auch Tiere kaufen? Kaffeemilch. Erdbeermilch. Das ist ja putzig. Eine Erdbeermilchkuh. Eine Fruchtmilchkuh. Also so eine Fruchtmilchkuh klingt schon interessant. Die Kühe hier sehen immer so niedlich und glücklich aus. Hallo Jennifer. Hallo. Popoli. Ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht. Na dann hallo, ich bin Popoli. Und wie heißt du? Ah, Chibi. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Was willst du? Lilia war immer schon gebrechlich, die Ärmste. Damals, als der Vater vom Doktor in die Stadt kam, hat er sie untersucht und gleich gesagt, dass sie wohl kein aktives Leben haben würde. Schade, nicht wahr? Also, Lilia und ich sind schon seit Jahren die besten Freundinnen. Als ich die Prognose gehört habe, wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Aber sie hat nur gelächelt. Da habe ich sofort beschlossen, dass ich eben an ihrer Stelle all das erleben würde, was sie nicht haben konnte, ihr zuliebe. Das ist Lilia. Oh, hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch gar nicht, oder? Oh, doch, doch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du musst Chibi sein. Der Bürgermeister Thomas hat mir viel von dir erzählt. Ich heiße Lilia. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, mein Lieber. Ich habe leider nicht die Kraft, viel außer Haus zu gehen. Deswegen treffe ich dich also selten, Chibi. Sehr schade. Meine Güte, kann ich etwas für dich tun? Zuchtset und Ware. Kaninchenzuchtset. Macht erwachsene Angora-Kaninchen trächtig. Hühnerfutter. Dürften erstmal reichen. Wie viel kostet das? 10? Ja, okay. Uff, 1500 kostet ein Huhn. Es gibt auch braune Hühner. Hat das Huhn eine Hose an? Interessant. Das sieht ja putzig aus. Du bist der Neue auf der Farm in der Gegend eingezogen, nicht? Dann ist dein Name also Chibi. Hi, ich heiße Rick. Ich wohne mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester Popoli hier. Schön, dich kennenzulernen. Tut mir leid, Popoli. Also normalerweise habe ich immer Popoli als Heiratskandidat genommen, aber... Nee. Dann lieber die Bücherei. Warum?
Was soll denn bitte daran falsch sein? Das fragst du mich? Du Tölpel! Sieh tief in dich selbst hinein, dort findest du die Antwort, wenn du nicht einmal das verstehen kannst. Was? Was glotzt du denn so? Wenn du nichts Bestimmtes willst, dann... Gray, was fällt dir ein, derart unverschämt mit meinen Kunden zu reden? Oh, Entschuldigung. Willkommen. Oh, du bist also Chibi. Da hast doch seit neuestem diese Farm übernommen. Mein Name ist Saibara. Der Junge hier ist mein Enkel Gray. Yep, schön dich kennenzulernen. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Übernimm du unsere Kundschaft. Sorry wegen vorhin. Wäre mir lieber gewesen, du hättest das nicht mitgekriegt. Du hast es ja bestimmt gehört. Er wollte, dass ich meine Arbeit nochmal mache. Bei Opa muss ich mich richtig abracken und trotzdem ist er fast nie ein gutes Wort für mich. Es ist jeden Tag dasselbe. Inzwischen habe ich schon kaum noch Lust, noch weiterzumachen. Na komm schon, Kopf hoch. Ach, weißt du hast recht. Ich darf mich einfach nicht so anstellen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich mich bei dir deswegen ausheule. Danke fürs Aufbauen, Chippy. Obwohl ich noch immer nicht verstehe, was Opa mir beibringen will. Aber ich bleib dran. Irgendwann werde ich das schon kapieren. So, jetzt muss ich wieder an der Arbeit. Man sieht sich. Säcke Hühnerfutter, das dürfte erstmal reichen. Wenn wir denn irgendwann mal ein Hühnchen bekommen. So, schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Oh, Bambussprossen. Ah, das ist doch Jennifers Zelt. Die campt echt hier draußen, mitten in der Wildnis. Respekt. Ja gut, ist schon ein schöner Flecken. Mann, Affe. Was ist das? Spielblume. Na, hat schon was. Ist ganz hübsch. So, ich würde sagen, ich gehe noch mal zurück und habe für heute noch ein bisschen was Holz. Wir haben noch ein bisschen was Gras, das verkaufen. Minen. In der Mine kannst du Erze und Juwelen finden. Erze werden benötigt, um Werkzeuge zu verbessern, während Juwelen verkauft werden können. Um in einer Mine fündig zu werden, brauchst du einen Hammer und eine Hacke. Um Gegenstände zu finden, zerschlage Felsbrocken mit einem Hammer. Mit einer Hacke legst du die nach unten führende Leiter frei. Gelegentlich findest du auch seltene Gegenstände. Je tiefer die Mine, desto höher die Chance, seltene Erze und wertvolle Juwelen zu finden. Manchmal werden Löcher im Boden freigelegt. Hineinfallen verbraucht Ausdauer. Jedoch ist es auch eine schnelle Art, viele Etagen auf einmal zu überbrücken. Diese Löcher können mit einer Hacke freigelegt werden, aber pass auf, manchmal findet man sich erst, wenn man hineinfällt. Mit einer Leiter kannst du je eine Etage hinunterklettern.
Wenn du eine Leiter hochkletterst, landest du direkt in der obersten Etage. Ein wichtiger Hinweis noch: Du kannst in den Minen nicht die Ladefähigkeiten deiner Werkzeuge verwenden. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal noch einen Hammer mit und dann gehen wir heute noch ein bisschen ins Bergwerk. Ich glaube, in meinem früheren Leben war ich mal ein Maulwurf gewesen. So, schnell noch das ganze Zeug verkaufen. Hey, ich wollte das Zeug in deiner Lieferkiste abholen. Oh, es kann sich sehen lassen. Das ist okay. 759. Da durfte ich hoffentlich ein bisschen Samen für die Feldanbausachen bekommen. Hoffentlich. Quellmine, Ebene 1. So, mal schauen, vielleicht finden wir ja schon ein bisschen was Kupfer oder so. Heute haben wir noch keine Ausdauer verbraucht, das heißt, wir können getrost ein bisschen rumsuchen. Das sieht doch schon mal gut aus. Ui. Das war doch nicht schlecht, da gab es einiges. Also, dass man direkt so Geld finden kann, das ist natürlich richtig interessant. So, das ist 2 Kupfer. 3 Kupfer? Sehr schön. Ah, ab jetzt findet man also öfter mal Kupfer, das ist gut. Ah, so habe ich das oft gemacht, gut. Geld ist immer schön. Mal schauen, ob ich noch auf 800 Gold komme. Ah. Komm schon, halte noch ein bisschen durch. Komm schon. Schade. Ich gehe nochmal schnell in die heißen Quellen. Mich ein bisschen ausruhen. Oh, das geht ja zum Glück recht schnell. Mir ist aufgefallen, dass in der Mine die Zeit nicht weitergeht. Das ist ganz gut. Gut, da würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell fix rein. Und versuchen nochmal unser Glück. Ja, 804, genau das, was ich wollte. Oh, schwarzes Gras, das ist neu. Ich werde versuchen, alles mindestens einmal zu verkaufen. Einfach um alles einmal verkauft zu haben. So, das reicht für heute. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Na, dann werden wir nochmal schnell fix das Altmetall im Ganzen verkaufen. Das braucht keiner. Schwarzes Gras braucht erstmal keiner und ein Kupfer. Sehr schön. Gut, dann würde ich jetzt einfach noch mal schnell speichern. Und dann war es das auch erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also dann,
Tschüss.